Der Herr Sobeck hat gesagt, wir bauen falsch. Ich hätte da noch einen Kandidaten, wo wir was falsch machen. Entrepreneurship. Das ist so ein tolles Gebiet. Da kann man so viel machen. Da kann man so viel verändern. Da kann man sich selber verwirklichen. Warum schöpfen wir das Potenzial nicht viel stärker aus? Das ist ein riesiges Potenzial. Und wenn ich in die Praxis gucke, sehe ich, sieht ganz anders aus. Und deswegen würde ich Sie gerne auf eine kleine Entdeckungsreise mitnehmen. Ich bin der eine Teil, der andere Teil ist ein Kollege aus der Praxis. Und wir machen uns auf die Reise. Und gleich am Anfang machen wir eine ganz merkwürdige Entdeckung, eine unangenehme Entdeckung. 80% aller Neugründungen sind nach 5 Jahren nicht mehr da. 80%. Na, ein paar haben vorher aufgehört, ein paar sind vielleicht aufgekauft worden, aber im Großen und Ganzen eine erschreckende Bilanz. Und da denkt man, na, da ist etwas grundfalsch. Also wenn ein Betrieb 80% Ausschuss produziert, würde man ihn sofort schließen. Wenn eine Schule 80% Ausschuss produziert, würde man sie sofort schließen. Kollege aus der Praxis, warum schließt man dieses Entrepreneurship nicht? Herr Faltin, also sehen Sie mal, da kommt ein Gründer mit einer Idee. Da hat er sich irgendwas ausgedacht. Na, um die umzusetzen, braucht er Geld, also läuft er los, Kredit oder ein Investor. Und dann muss er einen Businessplan schreiben. Ja, da kann man ihm bei helfen, aber. Und ja, und dann geht's los. Ja, warum scheitern so viele? Naja, das ist ja unbekanntes Terrain. Das haben Sie doch an der Universität gelernt. Ökonomie ist, das weiß man nicht. Also entscheiden unter Unsicherheit. Und dann geht eben vieles schief. Sehen Sie mal, das Produkt wird überhaupt nicht angenommen von den Kunden. Ist schon vorbei. Oder das Produkt wird angenommen, aber der Preis stimmt nicht. Auch vorbei. Oder das Produkt stimmt so insgesamt und der Preis, aber das Design wird nicht angenommen. Vorbei. Oder der Vertriebskanal, den man wählt, der kommt überhaupt nicht an beim Kunden. Ist vorbei. Sehen Sie? Kann man sich sogar noch wundern, dass überhaupt 20% überleben. Sagen Sie mal, Kollege aus der Praxis, wissen denn das die Gründer? Naja, hören Sie mal, wir müssen noch Optimismus verbreiten. Also wir brauchen mehr risikobereite Menschen, das brauchen wir in diesem Land. Ach so, Also für mich klingen die 80% ein bisschen so wie nach Kanonenfutter. Na, also lassen Sie mal, Herr Faltin, wir müssen auch Optimismus verbreiten. Na, sage ich, also ich dachte eigentlich, es kommt aufs Konzept an. Wenn man eine sehr gute Idee hat, ein sehr gutes Konzept, dann muss das doch was ausmachen, das muss doch zum Erfolg beitragen. Wieso denn nicht? Hören Sie mal, lesen Sie mal die Literatur, da steht, Ideen gibt es wie Sand am Meer. Ideas are a dime for a dozen, heißt das auf Englisch. Ideen gibt es wie Sand am Meer. Das ist überhaupt nicht das Problem. It's execution that matters. Die Umsetzung, die ist das Entscheidende, nicht irgendeine Idee. Auf die Idee kommt es nicht an. Sage ich, ach, auf die Idee kommt es nicht an. Aber vielleicht kommt es ja auf die Person an. Nee, auf die Person kommt es auch nicht an. Also das wäre ja das Letzte, dass jetzt die Wünsche, die Bedürfnisse des Gründers, Gründerin eine Rolle spielen. Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also sehen Sie mal, auch wieder die amerikanische Literatur sagt das sehr klar, es geht um Opportunity Recognition. Sie müssen eine Opportunity erkennen und dann geht es darum, die schnell umzusetzen, weil andere das ja vielleicht auch erkennen. Und die haben vielleicht einen besseren Vertriebsapparat oder mehr Kapital. Die müssen schnell sein. Opportunity Recognition.
Ah ja, das ist, habe ich das so verstanden? Also das ist wie so eine Jahrmarktbude und da läuft sowas vorbei und dann müssen sie schnell schießen, bevor das weg ist. Das ist Opportunity Recognition. Na gut, muss ich schnell sein. Und ja, das ist ein Business Case, Herr Faltin. Das, im Grunde genommen geht es darum, ist das ein Business Case oder nicht? Und wenn es ein Business Case ist, dann geht es um Business, dann geht es um BWL. Das ist das Entscheidende. Ach so, hört sich ja nicht so nach Gründerpersönlichkeit oder so an. Geht es also um BWL? Ja, das ist Praxis. Im Grunde genommen geht es darum, die BWL, was da Liquidität und das Produkt und Prototyp und Kunden und Werbung und so weiter, das ist, darum geht's. Na, hören Sie mal, wenn die BWL der entscheidende Faktor ist, ich dachte immer, es geht um Kreativität. Also ich lese doch immer in den Zeitungen, jung, dynamisch, kreativ. Ja, kreativ, also in der Werbung, da braucht man Kreativität. Ach so, in der Werbung, ich dachte so, nee, also in der Werbung, da brauchen Sie Kreativität, da brauchen wir das. Herr Faltin, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Red Bull, sehen Sie mal, das ist doch ein Riesenerfolg. Und wodurch sind die ein Riesenerfolg? Na, weil sie gute Werbung machen, ja, die das gut in Szene setzen. Denke ich, naja, also Red Bull, das kenne ich aus Thailand. Er stammt da aus Thailand. Quatin Deng. Quatin, der Ochse, und Deng, rot. Also roter Ochse. Warum soll man das trinken? Roter Ochse. Na, Herr Faltin, Sie verstehen das falsch. Red Bull, das klingt doch ganz anders. Bulle. Ja, und was hat das mit dem Getränken zu tun? Na, Herr Faltin, ist mal so unter Männern. Also Bulle, das ist der Punkt. Also, jetzt verstehe ich das. Aber sagen Sie mal, dieses Red Bull, das ist Koffein und ein Haufen Zucker und Süßstoff und das Stierblut, ne? Da ist Stierblut drin. Ja, ja, das Stierblut. Ja, und das Stierblut bewirkt, da, das, ist das Stierblut so ein Aphrodisiakum? Ist da? Herr Faltin, Sie verstehen das nicht. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Die Leute müssen das glauben. Das ist der Punkt. Ach so, die müssen das glauben. Ja, und wie kriegt man das hin, dass sie das glauben? Ja, sehen Sie, das ist der Punkt. Das ist Werbung. Das müssen Sie hinkriegen, dass dieses Red Bull signalisiert. Also, habe ich das verstanden? Also, es geht überhaupt nur um Werbung. Naja, dieser Matuschitz, da Dietrich Matuschitz aus Österreich, der hat sich das angeguckt in Thailand und ist ein Werbemann. Und er selber sagt, 100% Marketing. Das Produkt stellt er auch gar nicht selber her, es lässt er herstellen. Also die ganze Firma ist nur Marketing. Sehen Sie, Herr Faltin, das ist es. Marketing, Marketing. Sie verstehen nicht, dass Marketing so wichtig ist. Ach so. Naja, doch, halt, es ist ja interessant. Jetzt verstehe ich, warum an den Universitäten die BWL-Fakultäten immer mehr so Richtung Marketing gehen. Das Marketing ist entscheidend. Also sagen Sie mal, das mit diesem Stierblut verstehe ich nicht. Also ich würde überhaupt nichts trinken wollen, in dem Stierblut ist. Und diese armen Stiere, die da alle geschlachtet werden, damit das Blut da in dieses, wo das doch gar nichts bewirkt. Herr Faltin, Sie verstehen es einfach nicht. Das Stierblut, das ist schon längst kein Stierblut mehr. Das ist Taurin, das wird künstlich hergestellt. Da ist nichts mit Stieren. So, das Stierblut ist eigentlich nur der Köder. Das, damit man Aufmerksamkeit bekommt. Das ist wichtig. Aufmerksamkeit. Und diese, wie sagt man, Anmutung, dieses, naja, Red Bull und so. Aber das Stierblut ist eigentlich nur der Köder. Sage ich, na, das kommt mir bekannt vor mit diesen Ködern. Also, wie heißt das so? Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja, ja, sehen Sie, nicht. Nicht dem Universitätsprofessor, dem Kunden muss der Köder schmecken. Sage ich, ach so, das ist interessant. Also man kann so Wirtschaft auch verstehen, das ist so eine Art Köderwirtschaft. Nicht? Man muss immer die richtigen Köder einsetzen und dann klappt das. Ja, also sehr merkwürdig, was man an diesem Red Bull alles so lernen kann. Sagen Sie mal, das ist ja merkwürdig, also dieses
Getränk ist doch eigentlich ein ziemlich schwaches Ding, nicht? Es geht alles um Werbung, um diese Einbildung dahinter. Also da setzt man ein schwaches Pferd quasi ins Rennen. Und ja, das ist ja eigentlich schade, warum setzt man nicht ein Rennpferd oder ein halbwegs lebendiges Pferd? Man setzt so eigentlich ein totes Pferd ins Rennen. Kann man doch so sagen. Man setzt ein totes Pferd ins Rennen. Naja, aber das tote Pferd wird bewegt. Ein totes Pferd kann man ja bewegen, nicht? Also starke Männer heben das hoch und bewegen das. Und der Punkt scheint zu sein, dass wenn man das tote Pferd auf einen Porsche schnallt, so kommt mir das vor, ne? Das tote Pferd wird auf einen Porsche geschnallt und dann gewinnt das Pferd. Kann man doch so sehen. Naja, Herr Faltin, machen Sie das mal nicht so schlecht. Das Red Bull ist ein Riesenerfolg. Lernen Sie mal lieber davon, wie der das macht. Sag ich, naja, also hören Sie mal. Ich habe im Studium gelernt, in der Ökonomie, dass sich am Markt die besten Produkte durchsetzen, nicht die schlechtesten. Ach, hören Sie mir da auf mit Ihrem Markt, das ist alles Universität und so. Praxis ist völlig anders. Naja, sage ich, also hören Sie mal, wenn das so ist, dass sich nicht die Besten durchsetzen, sondern die Schlechtesten. Ich meine, dieses System Markt ist die Legitimation, also dass sich die besseren Produkte durchsetzen, ist die Legitimation dieses ganzen Wirtschaftssystems. Na, also wissen Sie, Sie mit Ihrem Adam Smith da und Markt, das ist doch, immerhin war das ein Moralphilosoph, der hat darüber nachgedacht, wie man eine Gesellschaft bauen muss, damit möglichst Gutes passiert. Und da kam er darauf, dass Ökonomie wichtig ist. Da war ein Moralphilosoph. Hören Sie mir auf mit Ihren Moralphilosophen. Wir sind hier in der Ökonomie. Da geht es um Umsatz, da geht es um Gewinn und nicht um Ihren Moralphilosoph. Was soll denn der Quatsch hier? Sag ich, na hören Sie mal, also wenn ich so gucke, ich sehe schon wieder ein totes Pferd. Coca-Cola. Das ist doch auch, also das ist Koffein und ein bisschen Zucker und das ist Zero, da ist auch nicht besonders gesund. Das ist doch schon wieder so ein totes Pferd. Und übrigens dieser Warren Buffett, der sich da als Großaktionär eingekauft hat, der sagt selber, jeder kann Cola herstellen und auch wahrscheinlich ein besseres als Coca-Cola, aber die Marke ist es, die ist das Wertvolle, die Marke, deswegen wird das getrunken. Also schon wieder so ein totes Pferd, das mit einem Porsche da ins Rennen geschickt wird und gewinnt. Sag ich, hören Sie mal, also seit wir angefangen haben mit diesen toten Pferden, ich sehe immer mehr tote Pferde. Landwirtschaft, da ist es sogar richtig, da passt diese Metapher tot, nicht? Es hängt alles an den Bodenlebewesen. Und da schmeißt man Kunstdünger drauf und Pestizide und schwere Maschinen und dann gehen diese Bodenlebewesen kaputt. Das ist auch so ein totes Pferd. Aber hören Sie auf mit Landwirtschaft, das ist ein ganz anderes Thema. Oder Waschmittel, auch so ein totes Pferd. Das ist nicht am Härtegrad des Wassers ausgerichtet und da gehen entweder die Tenside ungenutzt in den Abfluss oder der Enthärter geht ungenutzt in den Abfluss. Eigentlich nicht gut. Aber mit Riesenwerbung wird da einfach drüber weggegangen und das Zeug verkauft. Oder Flaschenwasser. Leitungswasser ist stärker kontrolliert als Flaschenwasser und trotzdem macht man diese Business mit diesem Flaschenwasser. Oder 30 Joghurtsorten und dann denkt man sich noch eine neue aus. Vanille, Mango, Drachenwurz, eine neue. Braucht man das eigentlich? Das passt doch nicht so in unsere Zeit. Muss man denn ständig neue Produkte in den Markt drücken mit viel Werbung, wenn wir eigentlich weniger Konsum brauchen, wenn wir weniger Verschwendung brauchen? Irgendwas ist da doch falsch. Und dieses mehr Umsatz und mehr Gewinn, was Sie da sagen, das ist doch, ich höre aus den Unternehmen eigentlich was anderes. Ach, Quatsch. Das sind die PR-Abteilungen, die Sie hören. Die Entscheider denken ganz anders. Also
Hören Sie mal, sage ich, ich finde, das passt alles irgendwie nicht in unsere Zeit. Wir müssen doch anfangen, nicht weniger Ressourcen zu verbrauchen. Der Overshoot Day, wir verbrauchen ja jetzt schon viel mehr, als wir überhaupt pro Jahr verbrauchen dürfen. Und also ich finde das ja mit diesen toten Pferden, also je länger ich das angucke, ich sehe immer mehr tote Pferde, nicht? Also tote Pferde, die das Wasser kaputt machen, tote Pferde, die die Luft verschmutzen, tote Pferde, die die Natur beschädigen. Also ich sehe nur noch tote Pferde. Sagen Sie mal, irgendwie, das gefällt mir alles nicht, was Sie hier sagen oder was wir hier sehen. Herr Faltin, hören Sie auf, wir reden hier über Wirtschaft und diese, sind Sie auch einer von diesen grünen Ideologen? Sag ich, hören Sie auf, also kommen wir zu einem anderen Thema. Ich habe da was mitgebracht, ich habe Ihnen da was mitgebracht. Sehen Sie mal, also schönen Tee. Tee mit Tee mit Entenkacke-Duft. Was? Mit was? Ja, mit Entenkacke-Duft. Na, Entenkacke-Duft? Ja, ja, das habe ich nicht erfunden. Sehen Sie, hier steht es, Entenkacke-Duft. Wie finden Sie das? Ehrlich gesagt, genial. Genial. Sehen Sie mal, Herr Faltin, so muss man das machen. Aufmerksamkeit. Entenkacke, das erwartet ja keiner mehr. Entenkacke-Duft, genial. So müssen Sie das machen. Eine Marke aufbauen, ich sage Ihnen voraus, die werden noch berühmt. So muss man arbeiten. Und ich sage, naja, also ehrlich gesagt, das hatte ich von Ihnen auch erwartet, dass Sie das gut finden. Deswegen habe ich es mitgebracht. Also Hauptsache Aufmerksamkeit, Hauptsache Markenaufbau. Selbst wenn ein Entenkacke drin ist. Selbst wenn Entenkacke drin ist. Es läuft, es wirkt. Also, Herr Faltin, machen Sie das Marketing nicht so schlecht. Wir müssen ja schließlich, wir müssen was verkaufen und so weiter. Also Ergebnis, ich sehe immer mehr tote Pferde. Und sagen nur ein totes Pferd, würde ich noch gerne nennen. Diese Großunternehmen, diese Konzerne, da gibt es doch immer diese Umfragen von Gallup, 60-70% sind nicht motiviert, sogar in innerer Kündigung. Ja, auch so tote Pferde. Mich wundert eigentlich, wie die so Überschüsse erwirtschaften und bei einer Belegschaft, die derart unmotiviert ist. Das kann ich Ihnen sagen, Herr Faltin. Die sind intelligent, diese Konzerne. Die haben ihre gesamten Auslandsgesellschaften in eine Holding zusammengetan und die setzen in ein Niedrigsteuerland und dann müssen sie das alles nicht versteuern. Ja, ich kenne das. Ich habe mal gelesen, 1 Milliarden Umsätze und dann 36.000 Euro Steuern pro Jahr. Klar, das macht was her. Hören Sie mal, ich finde, in dieser Ecke stinkt es. Gehen wir lieber woanders hin. Ja, das ist so eine schöne Landschaft, gehen wir lieber woanders hin. Ich denke so bei mir in der Unterhaltung, denke ich, na irgendwann, das müsste man doch auch mal schön nennen können, dieses ganze Phänomen, das man da sieht mit diesen toten Pferden. Sage ich, hören Sie mal, ich hätte da einen Titel. Ökonomie, nennen wir es doch den Club der toten Pferde. Das wäre doch was. Herr Faltin, machen Sie das nicht alles so schlecht. Na, warten Sie, ich hab's. Wir sollten eine neue ökonomische Theorie bilden, die das, was Sie da erzählen, auch wirklich abbildet. Eine neue ökonomische Theorie, New Economic Theory. Und die nennen wir, wie wir mit toten Pferden die Zukunft gewinnen. Das ist doch mal was. Ist das nicht genial? Das ist doch ein großer Wurf. Wie wir mit toten Pferden die Zukunft gewinnen. Also Herr Faltin, jetzt reicht mir das. Also da gehen Sie zu weit. Also ich finde, so geht das nicht. Jetzt brechen wir das ab. Und ich sage, ja, brechen wir es ab. Aber eines sage ich Ihnen, jetzt sage ich mal was Kräftiges.
Eines sage ich Ihnen, mit Ihrer Entenkacke-Ökonomie, da können Sie zum Teufel gehen. Gut, das war die Entdeckungsreise. Gucken wir mal. Gucken wir uns mal stattdessen an, was wir machen können. Also erstens dieses 80%. Woran liegt das? Naja, man legt los mit Gründen. Das sind im Grunde genommen Wetten. Das sind Wetten. Die erste Wette ist, wird das Produkt überhaupt angenommen? Die zweite Wette ist, stimmt die Qualität? Die dritte Wette ist, stimmt der Preis? Die vierte Wette ist, stimmt das Vertriebsweg? Und dann gibt es noch ein paar kleinere Wetten. Wie ist es denn mit den Imitatoren und so weiter? Gucken wir uns das mal an. Ein Businessplan ist im Grunde genommen ein Bündel von Annahmen, nämlich diese Annahmen, die ich genannt habe. Und jetzt kann man einen Weg gehen, nämlich zu sagen, ja, legen Sie los. Und die Erfahrung machen Sie ohnehin erst in der Praxis. Oder Sie sagen, nee, also solche Wetten will ich nicht eingehen, sondern ich gucke mir diese verschiedenen Annahmen an und gehe raus und sage, würden Sie denn dieses Produkt gut finden? Und wenn nicht, was fehlt denn an dem Produkt noch? Was fehlt denn an dem Service? Was fehlt denn an der Software noch, damit sie bei Ihnen Interesse stößt? Oder würden Sie den Preis akzeptieren? Oder wie finden Sie das Design? Also das kann man ja vorher testen und das muss man auch testen. Dieses, die Leute einfach in so Wetten gehen und wenn Sie so Venture Capital gucken, das sind ja geradezu grandiose Wetten, 10 Millionen, 20 Millionen, 100 Millionen, da kann ich auch in die Spielbank gehen. Diese Annahmen muss man testen und am besten in der eigenen Community. Da kommen wir noch drauf, Freundschaftsökonomie, eigene Community aufsetzen und mit der Community zusammen, mit Hilfe der Community lernen und die Annahmen so lange verbessern, dass sie ankommen. Und der nächste Punkt ist, da merkt man schon, doch, es kommt aufs Konzept an. Natürlich kommt es aufs Konzept an. Ich muss permanent am Konzept arbeiten, um das Konzept zu verbessern. Und dann ist das ganz schön anspruchsvoller Vorgang. Und ich muss ja auch eine Marge in dem Konzept bekommen. Und ich muss sozusagen so lange entwerfen, testen, verwerfen, neu entwerfen, wieder testen. Das ist ein gewisser Vorgang, der mir hilft, nicht Wetten abzuschließen, sondern auf solider Basis aufzubauen. Also natürlich kommt es auf die Idee an, natürlich kommt es auf das Konzept an und natürlich kommt es auch auf den Gründer, auf die Gründerpersönlichkeit an. Warum? Gründen ist ein Marathon. Es ist ein Marathon mit Hindernissen drin. Also ich muss ganz schön ausdauernd sein, wenn ich diesen Marathon bewältigen will. Und jetzt stellen Sie sich zwei Personen vor. Die eine, die sagt, ich mache das, weil ich da ein Business Case sehe und Geld verdienen kann. Und die andere Person, die sagt, ich mache das, weil mir diese Sache wichtig ist, weil ich etwas bewirken will, weil ich finde, dieser Club der toten Pferde ist nicht mein Ding, da müssen wir ein bisschen was anderes reinbringen in diesen Club. Also wer von beiden hält wahrscheinlich eher durch und wer von beiden bekommt eher Unterstützung durch Medien, durch wohlwollende Käufer? Der eine, der nur die Dollaraugen hat oder der andere, der auch ein Stück weit für etwas eintritt, was nicht nur sein Ego ist und nicht nur egomanisch da irgendwas in altkaiserlicher Manier da durchsetzt, sondern auch tatsächlich hinter seiner Ideen steht. Also ein Ideenkind in die Welt setzt, das sein Kind ist, für das er auch kämpft und für das er sich natürlich auch krummlegt und nicht sozusagen ein Ding, was nur wegen des Geldes und wegen des Rausches des Geldes, die meisten werden ja gar nicht damit reich, da unternommen wird. Gucken wir uns das noch einen Moment näher an, gibt da Untersuchungen drüber. Was sind denn die Motive von Gründern? Sind es diese Dollars,
was eine weithin vorhandene Annahme ist, ja, die Gründer sind alle wegen der Dollars unterwegs, gibt es eine Dissertation von der Leif Jakobsen hier aus der Freien Universität, die sagt, nein, den Gründern geht es nicht in erster Linie um den materiellen Erfolg. Der materielle Erfolg ist eine schöne Bestätigung, dass sie was Gutes gemacht haben, aber eigentlich geht es ihnen darum, was zu bewirken, sich etwas auszudenken, dieses Erlebnis, dass man da etwas Eigenes im Kopf sozusagen in die Welt gebracht hat, auch dieses, deswegen verwende ich gerne dieses Bild vom Ideenkind. Und andere sagen das auch. Also gerade dieses Engagement des Gründers und dieses mehr als nur Business ist etwas ganz Wichtiges. Sie können es in einem Satz sagen, Business, das nur Business ist, ist auch im Sinne von Business, so Überschüsse machen, kein gutes Business. Klingt nach Karl Valentin, aber ist ein guter Satz. Es muss schon ein Stück mehr sein als Business. Ich sage immer, ein Schuss Idealismus, ein Schuss mehr als Ihr eigenes persönliches, egoistisches Interesse ist einfach wichtig. Zu dem Thema kommt ja Tanja Singer auch. Was sind eigentlich die Motivlagen? Und wir können nicht eine ganze Wissenschaftsdisziplin wie die Ökonomie auf einer Annahme aufbauen, nämlich maximaler Egoismus, Gewinne, und zwar nicht nur Gewinne, sondern Maximierung der Gewinne. Auf dieser ganzen Annahme steht dieser Zweig der Wirtschaftswissenschaften, und das ist einfach, es geht nicht um Moral, ob das gut ist oder nicht, sondern es ist einfach unzulässig, eine extreme Annahme, es gibt ja auch Menschen, die sind altruistisch oder sind halb egoistisch und so, also eine extreme Annahme zur Grundlage einer ganzen Wissenschaftsdisziplin zu machen. Und vielleicht noch ein Stück weiter zu Ihrer Erleichterung, wenn Sie selber schon im Gründen sind, natürlich denken in Komponenten, nicht alles selber machen. Wenn Sie glauben, selber machen geht sowieso nicht, aber wenn Sie glauben, in einem Unternehmen jeden der Bereiche sachkundig beurteilen und kontrollieren zu können, liegen Sie falsch. Ein Unternehmen ist zu anspruchsvoll. Das hat zu viele Bereiche. Allein das deutsche Steuerrecht überfordert Sie schon und das deutsche Arbeitsrecht überfordert Sie auch. Und dann haben Sie aber erst 0,1% dessen, was da alles auf Sie zukommt. Also damit Sie nicht erschlagen werden, müssen Sie arbeitsteilig vorgehen. Im Grunde genommen, was fehlt oder was sich noch nicht überall umgesprochen hat, ist, dass Sie den Gedanken der Arbeitsteilung, wieder Adam Smith, auf das Gründungsgeschehen übertragen und mit Komponenten arbeiten, und zwar mit professionellen Komponenten. Machen Sie nicht, wie ich bei der Tee-Kampagne, die IT, so Ende der 80er Jahre, mit einem Studenten, IT-Studenten aus dem ersten Semester. Das geht schief. Das merken Sie nicht sofort, aber so nach 2, 3 Jahren merken Sie das. Und dann holen Sie diesmal wieder einen Studenten, der so ein bisschen besser ist. Und dann geht das wieder schief. Und im dritten Anlauf haben Sie einen Haufen Geld ausgegeben und viel Zeit verloren. Und dann sind Sie endlich beim Ziel, weil Sie eine professionelle Komponente genommen haben. Und noch ein letzter Gedanke, der Ihnen helfen könnte, vielleicht der wichtigste, wenn Sie den mit nach Hause nehmen. Nutzen Sie die Position, dass Sie Gründer, Gründerin sind und dass Sie sowas wie eine Chefposition dadurch haben. Warum? Weil Sie dann diejenige Person sind, die entscheiden kann, was machen Sie zu Ihrem Arbeitsbereich. Und alles andere, was Sie nicht zu Ihrem Arbeitsbereich machen wollen, geben Sie bitte ab an Leute, die das gut können und die Sie dafür bezahlen. Nehmen Sie diese Chance, das ist das mit das Beste am Entrepreneurship, dass Sie das wählen können, was Ihnen einigermaßen liegt und vielleicht sogar einigermaßen Spaß macht. Nicht? Sie hören schon mein Zitat von Konfuzius im Hinterkopf, wenn man das tut, was man gerne tut, braucht man sein Leben lang nicht arbeiten. Sie haben die Chance, dass Chef zu sein, ist unangenehm. Ich habe noch keinen Chef oder Chefin gesehen, die damit glücklich geworden ist. Ich kenne eine Gründerin, die hat ein Unternehmen aufgebaut, das ziemlich gut lief, und von einem Tag auf den anderen hat sie hingeschmissen. Ich habe gesagt, wie kommt das denn? Wir haben doch das sehr gut aufgebaut. Und dann kam ein Satz, der geht mir nicht mehr aus dem Gedächtnis. Herr Valentin,
Ich habe es nicht mehr ausgehalten, Chefin zu sein. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, Chefin zu sein. Das ist der Punkt. Und deswegen machen Sie nicht so eine Rolle, sondern suchen Sie sich das, was Sie können. Es gibt eine Untersuchung, eine Armenierin in New York hat eine Untersuchung gemacht. Wie findet man heraus, was zu mir passt? Muss ich da eine Psychotherapie nehmen oder irgendwas? Und sie sagt, hat viele Leute untersucht, also erfolgreiche Unternehmer, erfolgreiche Wissenschaftler, Filmschauspieler und so weiter. Und das Ergebnis war, sie haben relativ früh auf etwas aufgesetzt, wo sie erkannten, dass sie gewisse Fähigkeiten haben, Neigungen haben und die umgesetzt haben. Da gucken wir uns was an. Das ist ein interessanter Satz. Ich habe noch kein Motivationsbuch gefunden, das da herankäme. Nämlich unsere Wünsche haben etwas mit unserer Leistungsfähigkeit zu tun. Das ist doch ein interessanter Satz. Du mal wünschen, auf die Wünsche kommt es überhaupt nicht an. Jeder kann sich was wünschen, aber Disziplin, leisten müssen Sie. Nein, das hat was miteinander zu tun. Und das kommt da ganz gut rüber. Und wenn ich zusammenfasse, würde ich sagen, Entrepreneurship hat so ein großes Potenzial, Sinn für sich selber zu schaffen. Aber auch Sinn für die Gesellschaft. Das zahlt sich auch aus. Dann haben Sie mehr Unterstützung. Dann haben Sie mehr von den Medien angefangen. Dann haben Sie Goodwill. Und ich kann etwas bewirken. Ich bin nicht so ein Rädchen in dieser unsäglichen Bürokratie als Angestellter hoffe auf das Wochenende und hoffe auf den Urlaub, sondern ich kann selber etwas bewirken auf einem Gebiet, das ich mir selber wählen konnte. Das ist das Potenzial. Das müssen Sie versuchen für sich zu finden, zu entdecken. Und natürlich als Belohnung, ich kann ökonomisch unabhängig sein. Denken Sie an den Satz, einer der großen Sätze der Aufklärung, Benjamin Franklin, ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen. An empty sack cannot stand upright. Einer der ganz großen Sätze und auch einer der großen Unternehmer. Benjamin Franklin war sehr erfolgreich. Das ist für mich Entrepreneurship. Sinn für mich selbst, Sinn für die Gesellschaft. Ich kann etwas bewirken und ich kann tatsächlich damit auch ökonomisch erfolgreich sein. Und das ist eigentlich für mich die Vision und auch die Vision meiner Stiftung, viel mehr Menschen das zu ermöglichen. Und das haben wir heute. Wir haben die technologischen, wir haben die wirtschaftlichen Bedingungen, wir haben eine Wissensgesellschaft, wir sind nicht mehr im Kapitalismus alten Musters. Wir können fliegen, statt eingesperrt bleiben. Wir können unsere Liebe zur Natur ausleben. Wir können das eigene Leben genießen und wir müssen nicht eine Ökonomie der Entenkacke haben.